Genau, ich mache einen Rucksack mit einer, achso, Computer, achso, Rucksack mit einer Floppy Disk. Gewebter Computer Engineers Backpack. Ist klar, ach, ne? Dafür brauchen wir auch Seidengewebe dann. Geil. Ich guck mal, ob ich die Maschinen auf Anhieb finde. Ich hoffe, die sind auch hier drin, Homo. Mein Gott. Nervt das? Nee, noch nicht. Vielleicht mit Weiß? Mau ab. Guck, wir haben auch Salam. Alarmsirenen. Ah, da sind sie. Mit der Biene kann ich auch hauen. Hui. Schade, dass man die Biene nicht so verärgert loslassen konnte. Das wäre awesome gewesen. Ah, ich sehe gerade. Guck mal, gib mal Motor ein. Das reicht, glaube ich. Motor. Das haben sie ja eingedeutscht, weißt du? Die Search Engine da auch nicht schlecht. Also einfach nur Motor und dann versuch mal den Redstone-Motor zu bauen. Ach, der Redstone-Motor. Also einen brauchen wir im Grunde. Ne, warte, vier. Ja, Holzräder brauchen wir aber, ne? Ja, klick auf ein Holzrad. Ach so, hast du schon Räder? Dann mach ich mal welche. Genau, weil ich mache jetzt gerade mal eben die... Da kann man ja sogar richtig mal was zusammenbauen. Das ist ja awesome, also... Wie viel brauchen wir davon? 2 Pro, ne, und 4 Engines brauchen wir. Genau. Also 8. Ja, ich denke, wir fangen damit jetzt mal an. Das ist, glaube ich, am geilsten dann. Da müssen wir nur noch Diamanten finden dann. Sind ja nicht mehr viele. Ah. Ich packe jetzt erstmal alles, was wir für die Maschine bauen, in die Kiste hier unten rein, ne? Ja, awesome. Das ist ja der Hammer. Also, wie ich das wieder mir ausgedacht habe, dieses ultimative Superprinzip, ne? Aber guck mal, da siehst du schon wieder, wie planlos wir sind. Da haben wir eigentlich schon Redstone. Glas? Ja, wir brauchen ja sogar noch einen Kolben. Auch noch. Ja, aber Redstone haben wir noch gar nicht, ne? So tief haben wir noch nicht. Nee. Verdammt! Ja, ist ja nicht schlimm. Also ich werde jetzt mal... Oder nee, jetzt diese Folge nicht mehr. Aber nächste Folge fange ich erstmal an, mein Haus zu bauen. Ne, warte, da machen wir erstmal die Maschine. Ich fühle mich hier so schutzlos. Was ist, wenn hier überall Bogenschützen in den Wäldern leben? Und die mit Creepern dann schießen, dann haben wir eine, ne, sehr schlechte Position hier unten, außer wir fackeln alles an! Um uns herum brennt genau, alles. Aber dann. Immer. Dauerhaft. Weißt du nicht jetzt? Ja, pass auf, dann würde ich sagen, gehen wir nächstes Mal vielleicht ein bisschen an Häuser bauen. Sollen wir vielleicht jetzt noch eben hier das Stück von dem See zumachen? Dann kann nämlich in nächster Zeit schon mal da Gras drüber wachsen über den See. Vor allen Dingen, weil wir den Boden ja wahrscheinlich nicht aus Erde machen. Den hier? Ja. Ja, wer weiß, dann ist auf jeden Fall schon mal das Wasser weg. Okay. Ich mache hier schon mal so eine Linie durch. Okay, Erde ist alle. Ja, muss aber noch welche da sein. Da nicht. Ist keine. Ah, hier. So. Ich wollte schon sagen, ey. Ich habe Erde. Ich habe auch noch so etwas mehr als ein Stack. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, ne? Na, egal, zumindest haben wir dann schon mal eine gute Grundlage. Ja, klau ich halt den Dorfbewohnern ihr Zeug. Ist mir da egal. Gehst du extra ins Dorf, um da Erde zu farmen? Nee, ich klau denen den Superboden. Dann. Weil mir hat auch einer erzählt, man könnte rein theoretisch auch ein Lager machen, was sich alles in einer Kiste befindet. Okay. Oder wo also mit einer Kiste drauf zugreifen kannst. Das fände ich aber dann blöd, weil dann hast du, glaube ich, voll den Overload. Ja, allerdings. Außer du hast eine Suchfunktion in der Kiste. Das war trotzdem blöd, wenn du mal irgendwie gucken willst. Oder per Sprache so. Computer, haben wir noch Grasblöcke? Nein, Debitor. Grasblöcke sind nicht mehr vorhanden. Genau. Grasblöcke sind derzeit nicht verfügbar. Oder nein, der sagt dann immer nur, derzeitig verfügbare Grasblockanzahl 0. So von letzten, so bis zum letzten Moment so. Ach, Mann. Dann Manno. Das wäre doch auch geil eigentlich für den Verkauf im Lager auf der Arbeit. Vorne so, derzeitige verfügbare Dichtung 0. Oh, nee, haben wir leider nicht.
Und dann haben sie das und das Sekunde. Dann fragst du jedes Mal nach. So. Gleich haben wir. Ah, warte, ich kann schon mal die anderen Rohre bauen. Ja, da ist keine mehr da jetzt, ne? Nee. Ich hab das jetzt einfach mal hier so ein bisschen am Rand, dass die Berge steiler werden abgebaut, ne? Geil. Ja, weil das ist auch ganz gut, weil dann springen ja die Viecher nicht runter, die da spawnen ewig. Oh, das war zu Aber wir viel, haben ja eh glaube ich. später unsere Armee williger Drohnen-Bienenkämpfer. Nackter Bienenkämpfer. Ja, vielleicht kann man ja eine Fernbedienung auf die draufbauen. Ja, wer weiß? Ich meine, hier gibt es so viel. Ja. Ich würde sagen, du lernst, du setzt dich mal mit Computercraft auseinander, dass du Programme Ja, schreiben ganz genau, kannst. ey. Habe ich ja total Lust drauf. Ich glaube, das ist ein Mod, den wir nicht benutzen. Ja, glaube ich auch. Der ist hier ja auch bei, ne? Ja. Aber wir können uns ja jeder einen Computer craften. Nur so, um einen zu haben, weißt Genau. Guck mal, Ted, das habe ich schon mal. du? Ja, warte, ich komme sofort. Ich mache hier eben noch die eine Reihe weg. Die Reihe geht immer. Hauptsache, hier steht ein Wollblock in der Mitte. Ja, den hatte ich vorhin so als Entfernungsmesser einfach genommen. So ein Ah. 1x1 Meter Wollblock. Ja. Ah, okay. Geil, ne? Hammer, hast du schon richtig viel gemacht. Ja, danke schön. Das ist echt der Hammer. Also ich sehe das schon, man kommt so runter ins Der Lager. Mario, ne? Der hat heute auch schon wieder gefragt, wann die nächste Gate Edition ist. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird noch dauern hier, bis sie mal hier Platz finden Ja, wird. ich glaube auch. Vielleicht kriegen wir dann ja diesmal noch mehr Leute zusammen, die alle so reden. Boah. So voll Hardcore. voll, was dann am nächsten Tag auf RTL läuft, als Diskriminierung. Das wäre cool. Ist schon irgendwie, ne? Halt so Hardware. So. Welches Holz haben wir denn im Lager? Ja, es gibt hier ja so viele Holzarten, ne? Also ich bin dafür, wir nehmen das, was hier nicht wächst. Okay. Weil Sachen, die rasen, sind immer geiler, weißt Ja. Ich verstehe das du? schon. Weißt du, was ich zum Beispiel nicht verstehe? Dass die Leute im Krieg voll viel Geld und so ausgegeben haben für Strumpfhosen. So, weißt du, Haben diese die? Perlon-Strumpfhosen. Warum das denn? Ja, weil es die nicht gab halt, ne? Und wenn du eine hattest, dann konntest du dafür viel Geld nehmen. Ach Aber ich kaufe so, mir doch im boah. Krieg keine Strumpfhose. So, weißt du, so. Ja, du schon. Nee. Ja, ich bin auch ein Held. Ha. Aber, ja, ne? Warum muss man sowas haben? Ich glaube, bis hierhin wird das Lager zu groß, oder? Ja, das ist halt schon sehr groß, ne? Obwohl, wenn wir das in alle Richtungen machen, müssen wir fast schon, ne? Ja, ich glaube schon, ne? Kann ja auch verschiedene Reihen machen. Gibt es keine Schwebeplattform hier? Aber das wäre geil. Es dann immer so die Ja, Kisten schweben. ja. So. Ich glaube, du kannst sogar dir Items bestellen an der Kiste. Echt, das geht auch? Ja. Okay. Dann bau das so und wir bauen es nur hoch. Wie, sieht dann aus wie bei Ikea im Lagerbereich. Boah, krass. Genau so will ich es haben. Obwohl, andersrum kann ja eine Baustampe immer hinter der Theke stehen, wie wir das eigentlich ursprünglich mal Ja, vorhatten. eigentlich ja, ne? Wir wollen das und das haben. Okay. Und jetzt das und das. Wer Okay. ist denn heute mit Thekendienst dran, fragen wir dann immer. Genau. Boah, der Klaus hat heute schon wieder zweimal zwischendurch den Prakti weggeholt, der soll mal bei uns das Wasser wegschieben. Mein Gott. Voll, weiß ich nicht, ey. Ja, der braucht Beschäftigung, der Klaus. Tja. Warte, ich mache immer das weg. Ach, ich habe hier die Spitzhacke in der Hand, ey. Wundert sich schon, ne? Warum geht das bei Oh, Peter so pass auf, schnell? Zombie. Und? Wichser, Wichser, ey. Meine XP. Du bist der Wichser. Ich? Nee. Das ist immer noch 400 zu 1. Die Relation immer Ne? noch, doch. Die ändert sich nicht. Achso, von XP Ja, klauen ja. meinst du? Hier, schmeiß dir doch mal gleich Okay. ein paar Erdblöcke rein, noch in den Rest. Ich habe keine, die verbrennen direkt, wenn ich die abhaue. Oder
was man auch machen könnte. Obwohl, nee, das ist besser. Boah, das Eisenschwert geht aber schon schnell kaputt irgendwie, ne? Aua, ich hab Schmerzen. Peter hat Schmerzen. Ja, weil ich so Hunger hab. Aua. Ich hör da Ton da hinten. Bock, bock, echt, bock. Das hörst du noch? Krass. So, ich hab hier mal Zuckerrohr angebaut, ne? So ein Zuckerrohr. Bisschen Zuckerrohr, wofür auch immer man das jetzt gebrauchen kann. Also Möhren wären nicht schlecht dafür zum Essen. Also ich habe keine mehr. Ich habe vorhin alle aufgegessen. Ja, ich habe dir doch nur passen. Hier ist noch eine Karotte. Ja, das ist die eine. Ach nee, genau. Stimmt, hatte ich gar nicht aufgegessen. Eine hatte ich noch. Ah, hier sind nur 8. Gut. Okay, aber ich würde einfach mal sagen, machen wir hier mal einen Cut. Ganz genau, wollte ich auch gerade vorschlagen. Schreibt in die Kommentare, was wir so bauen sollen, in welche Richtung wir gehen sollen, weil wie gesagt, viel Ahnung haben wir noch nicht, aber das ändert sich wahrscheinlich mit der Zeit. Ja, und jetzt sagt nicht mit einer Raketenstartplattform, ja, also sowas Komplexes bauen wir nicht sofort. Mit Atomkraftwerken. Genau. Das geht, na gut, ansonsten bis im nächsten Part. Tschüss.